Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu die Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, was machen wir in diesem Bad? Beim letzten Mal haben wir ja diesen Palast hier hinter uns reichlich untersucht. Hat ein bisschen länger gedauert, Map, ich habe auch gelesen. Ich denke mal, diesmal können wir ruhig ein paar Quests mal angehen. Und hier war eine Quest mit dem weißen Fläschchen. Hier ist es auch schon. Ich denke mal, das werden wir direkt mal angehen. Zunächst mal, bevor wir überhaupt irgendwas anderes machen. Bringe das weiße Fläschchen in deinen Besitz. Ja, einmal Karte. Wo bist du? Dann müssen wir dorthin. Verlorene Höhle. Ob das so einfach wird, weiß ich nicht. Wo sind wir? Dort sind wir. Wir können von hier aus eigentlich direkt reisen. Oder wir gehen von Festung... Achso, Festung Castaf hat man auch noch nicht entdeckt. Wisst ihr was? Wir reisen einfach mal hier raus und... werden dann letzten Endes dorthin reisen. Beziehungsweise, ja, hinwandern, laufen, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, hat man uns schon ein Pferd gekauft? Ich glaube eher nicht. Oh, mein Tempel von Talos. Da würde ich jetzt eigentlich nicht reingehen. Ja, dort irgendwo geht es nämlich raus. Eigentlich müsste ich mir auch noch ein paar Fackeln zulegen. Das ist halt immer so ein bisschen das Doofe, wenn der letzten Endes... wenn du letzten Endes nämlich hier überall, ja, im Dunkeln rumreist, ne, und dann keine Fackel mehr hast, ja, dann kann es schlecht ausgehen. Ich weiß gar nicht, sollen wir mal... ach komm, wisst ihr was, wir gucken mal hier auf die lokale Karte. Ich weiß gar nicht, ob der hiesige Händler letzten Endes auch Fiolen hat. Und schaut mal, wir haben noch gar nicht Windhelm noch gar nicht komplett untersucht. Halle der Toten, Achetino-Residenz, Himmelsrand... okay, das ist jetzt aber auch reichlich blöd von mir, wenn ich dann jetzt einfach hier abhaue. Was machen wir nun? Ist soweit, wir gehen nochmal dahinter. Irgendwo müssen doch dann letzten Endes auch... so, Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich überlegen. Das ist die Schmiede. Nur noch ein paar Stunden, bis ich mich unter ein paar Felle verkriechen kann. Das freut mich. Das freut mich, ja. Hier sind dann letzten Endes... ja, Stahlstreitkolben, Eisenzweihänder, Waffen und Co. Ja. Das weiße Fläschchen. So. Warte, warte mal, bis Tag ist. Es sollte ja nicht allzu lange dauern. So. Ist halt die Frage, wann die mal alle auftauchen, ne? Kapitän Einsam. Ich habe mir mein Vermögen als Schiffskapitän erarbeitet. Aber jetzt bin ich im Ruhestand. Okay, den Kapitän, den kennen wir doch gar nicht. Oder täusche ich mich gerade? Ja, was für ein Kapitän seid ihr denn? Nun, eigentlich bin ich gar keiner. Zumindest jetzt nicht mehr. Die Leute nennen mich so wegen dem, was ich früher gemacht habe. Ich bin viele Jahre lang zur See gefahren. Ich habe mir mein Geld als Händler verdient und mir dann ein eigenes Schiff gekauft. Als ich mich hier in Windhelm zur Ruhe gesetzt habe, kannten mich die meisten als Kapitän Einsamsturm. Und der Name ist dann hängen geblieben. Mhm, interessant, interessant. Also ein ehemaliger Kapitän, so ganz kurz zusammengefasst. Ich glaube, großartig viel brauche ich gar nicht mehr zu erzählen, weil wenn er kein Kapitän mehr ist, was soll das denn? Ja, welches sind die berühmtesten Bürger Windhelms? In der Taverne ist ein Autor namens Adonato abgestiegen. Er hat einige historische Romane veröffentlicht. Ein Großteil des Goldes, das in die Stadt gelangt, landet im Säckel der Klane Schmetterschild und Grausammeer. Und natürlich wäre da noch Ulfric, Jarl und zukünftiger Großkönig. Oh, und diese wichtigtuerische Viola Giordano. Sie steckt ihre Nase in jedermanns Angelegenheiten. Das ist wohl auch eine Art aufzufallen. Mhm, interessant. Okay, von... ja gut, bis auf den Schriftsteller haben wir schon von den anderen gehört. Ja, was gibt es in der Stadt zu tun? Wenn euch langweilig ist, könnt ihr Calixto ein paar Septime geben und die neuesten Kuriositäten bestaunen, die er aufgetrieben hat. Wenn ihr Waren benötigt, die gibt's auf dem Markt. Wollt ihr ein weiches Bett und eine warme Mahlzeit, dann ist Haus Kerzenschein was für euch. Gut, okay, damit haben wir, glaube ich, alles durch. Danke dir, Kapitän. Günstige Winde und ruhige See. Das ist ein alter Abschiedsgruß der Seemänner. Interessant, interessiert mich gerade gar nicht, aber trotzdem. Ich habe vor einer Weile meine Zwillingsschwester verloren. Habt ihr schon jemanden verloren, der euch nahestand? Mein Vater sagt, wir müssten einfach unser Leben weiterleben.
Als wäre das so einfach. Oh ja, okay. Wenn man jemanden verloren hat, ist das natürlich nicht einsam. Nicht Obst einsam, und ja. Gemüse, alles nicht so einfach. Ja. So, du verkaufst Gemüse, glaube ich, ne? Ich habe mir mein Vermögen als Schiffskapitän erarbeitet. Ich falsche nicht. Aber jetzt bin ich oh, etwas hiervon, etwas davon. Ja, zeig mal, was du hast. Dietriche, ja, haben wir eigentlich mehr als genug, ne? Tja, mich interessiert eher, ob sie Fackeln hat. Ja, Fackeln. Übrigens ein Begriff, der auf Englisch ist, aber das macht ja nichts. Hat die gar keine Fackeln? Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Stroh, veredelter Malarit, Funken. Ja, ein Zauberbuch, ne? Die hat tatsächlich keine Fackeln, Leute. Ja, okay. Schade, schade, danke, schade. Danke, dass ihr hier einkauft. Ja, bitte, bitte, bitte. Kochgeschirr, Messer und andere Haushalte. Wie freue ich mich, diesen Mann zu sehen. Ja, gern. Das, ich freue mich auch immer wieder. Aber was hast du denn zu verkaufen? Seht es euch an. Denn ich glaube, die Dame, ne, die hat auch nichts in der Richtung, Leute. Einen guten Tag euch. Jo, dir auch. Und es ist schön, euch zu sehen. Und eure Haut ist schneeweiß. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Ja, der hat auch sowas nicht. Stattet Sadris Gebrauchtwaren im grauen Bezirk unbedingt einen Besuch. Sadris Gebrauchtwaren im grauen Bezirk. Wenn dieser Geschäftsvorschlag auch Schmuggeln mit einbezieht, könnt ihr es vergessen. Leute, ich bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher. Ups, ich sollte vielleicht mal gerade aufmachen. Im grauen Bezirk, ja, irgendwo. The Whitefield, Hall of the Dead, Halle der Toten. Wäre natürlich schön, wenn man hier wissen würde, was jetzt letzten Endes der graue Bezirk ist, ne? So, wir gehen mal ja hier hoch, würde ich sagen. Also nahezu geradeaus. Ihr seid ein solcher Spielverderber. Und nahezu geradeaus, ich frage, es geht gar nicht geradeaus, oder? Hier lang. Wer bist du? Dopjörn, mit dir haben wir auch schon geredet, glaube ich. Zack, den nehmen wir mal mit. So, was haben wir hier? Ja. Das Haus dieses Clans Schmetterschild. Geht so. Nicht zu weit voraus. Achso, die ist gar nicht da, so wie es aussieht. Okay, okay, okay. Aber das hier ist, glaube ich, nicht der graue Bezirk. Denn das sieht mir alles ein bisschen zu edel aus, wenn ich ehrlich bin. Es sieht genial aus. Mal so nebenbei angemerkt. Ich mag diesen Stil. Mag ich schon von jeher. Ja. Krausermeer, das Haus von Clan Krausermeer. Sherim, wer auch immer das sein mag. Ja, ich weiß, eigentlich wollte man direkt mal den Quest angehen, aber... Ich weiß auch gar nicht, ob hier drin überhaupt jemand ist, der jetzt uns großartig so weiterhilft. Schaut mal, das sind Leute, mit denen wir reden können. Ich versuche, Grimwar zu beschützen, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Das stimmt allerdings. Wenn Grimwar mich fragt, warum Frauen in der Stadt getötet werden... Weiß ich nicht mal, was ich ihm sagen soll. Habt ihr etwas über ein verfluchtes Kind gesagt? Hm, ja, das ist ziemlich traurig. Ein kleiner Junge, Aventus Aretino, hat kürzlich seine Mutter verloren und ist in ein Waisenhaus gekommen. Aber er ist nach Hause zurückgekehrt und die Leute hören seltsame Gesänge. Angeblich ist es das Schwarze Sakrament, das Ritual, um mit der dunklen Bruderschaft in Kontakt zu treten. Warum ein kleiner Junge mit einer Gruppe von Mördern in Kontakt treten möchte, verstehe ich nicht. Aber er holt das Böse in die Stadt. Passt auf euch auf. Mach ich, mach ich. Danke, Idessa Satri, für dieses Gespräch. Ja, ob die dunkle Bruderschaft letzten Endes wirklich so böse ist, ich weiß es nicht. Mal um Kinder gekümmert? Ja. Bist jetzt ruhig. Ich wollte dir gerade einen Gedanken äußern. Ja, letzten Endes, ob die dunkle Bruderschaft wirklich böse ist, ich weiß nicht. Ich kann es momentan nicht so wirklich sagen. Letzten Endes kann man sich natürlich auch täuschen, gerade wenn es um so eine Dinge geht, ja. Viele Menschen halten sich gut und letzten Endes tun sie dann doch böse Dinge. Genauso ist es aber auch umgedreht, ja. Deswegen, ich wäre mir da nicht ganz so sicher. Vor allem, wenn Krelot wirklich so schlimm ist, dann kann ich es auch verstehen, wenn so ein kleiner Junge dann ein paar Mörder dann letzten Endes, sich holt, ins Haus holt. Gut. Ihr braucht etwas? Kennt ihr meinen Vater? Er ist ein echt wichtiger Mann. Spricht manchmal sogar mit dem Jarl. Ich versuche, Simba zu beschützen.
aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Gott, die reden und reden manchmal, ne? Das ist nicht immer feierlich. So, was haben wir denn hier? Ja, mein Stuhl, da können wir uns hinsetzen. Machen wir natürlich nicht. Ich wollte eigentlich noch schauen, ob hier jetzt irgendwelche Bücher oder irgendwas sind. Ja, Gold glaube ich natürlich nicht, Leute, um Himmels Willen. Könnte ich auch eigentlich mal machen, Leute. Nein. Wie gesagt, ne, ich mag hier eigentlich nichts großartig tun, was jetzt entgegen der Moral spricht, entgegen irgendwelche Moralien, die man haben könnte überhaupt. Ja. Schließlich sind wir der Drachengeborene. Die Drachengeborenen? Ja, der Drachengeborene. Einzahl. Stenvar ist zwar unser Begleiter, aber letzten Endes ist er ja der Herr, der uns nur als Begleitung zur Verfügung steht. Okay, ich glaube, hier haben wir nichts. Was? Oh, okay, alles klar. Hm, das sollte eigentlich nicht so sein, aber ja, gut, okay. Ignoriere das jetzt einfach mal. Das ist natürlich was, was passieren kann mitunter. Ja, ist jetzt ja der Rest funktioniert halbwegs gut. Okay, hier sind gar nichts weiter. Keine Bücher oder sowas. Dann würde ich sagen, zeig noch mal die Fackel aus und gehen wieder hier raus. Jetzt muss ich überlegen. Zack, da lang, da lang. Muss ich doch mal die Fackel anmachen. Da lang. Alle Argonier im Hafen sind nett zu mir. Und das ist auch gut so. Sonst würde Vater sie vertreiben. Ja, ich finde es auch gut, dass die alle letzten Endes nett zu dir sind. So, zack, einmal da ausmachen. Das ist Vampirblutwald im Sonnenlicht. Aber wir suchen hier nach wie vor irgendwie immer noch den grauen Bezirk. Ja, Palast der Könige. Den grauen Bezirk mitsamt den Gemischtwarenladen. Leute, ich weiß gar nicht. Ich habe das ein bisschen das Gefühl, dass ich mich hier verlaufe. Ja, Gott sich mal aus, oder wie war das? Ich habe vor einer Weile meine Zwillingsschwester verloren. Habt ihr schon jemanden verloren, der euch nahe stand? Sorry, wenn das jetzt so eiskalt rüberkommt, aber ja. Es macht einfach keinen Sinn, immer wieder das Gleiche anzuhören. Schule der Wiederherstellung. So. Himmelsrang könnte mehr Heiler gebrauchen. Wo sind wir denn jetzt? Vor dem Palast der Könige, alles klar. Können wir, glaube ich, mal hier lang laufen, zumindest mal gucken, wo es uns hier hin verschlägt. Ja, okay, alles klar. Ich weiß nach wie vor nicht, ne, Leute. Ich verlaufe mich hier einfach nur. Vielleicht hätte ich tatsächlich einfach nur mal... Hä? Hätte ich vielleicht... Kommst du mit? Ja. Hätte ich vielleicht doch einfach nur... Hoppala. Hätte ich vielleicht doch einfach nur mal... Mein Herr, wollt ihr schöne Blumen kaufen? Bitte. Ja, okay, Sophie, ein kleines Mädel. Ja, sicher, was ist das denn? Nicht viel. Hoffentlich gefallen sie euch. Oh, kommt, wir kaufen das einfach mal. Ich meine, hallo, so viel Gold ist es letzten Endes nicht. Sie sind tot. Meine Mama ist gestorben, als ich klein war. Ich kann mich nicht sehr gut an sie erinnern. Mein Vater war ein Soldat der Sturmmäntel. Eines Tages zog er in den Dienst und kam nicht mehr zurück. Ich verkaufe Blumen, damit ich Essen kaufen kann. Es ist nicht viel. Aber was soll ich sonst machen? Ja, die Kleine hat gerade über ihre Eltern gesprochen. Sorry, da war der Daumen schneller, beziehungsweise der Finger. Ja, der Finger war schneller als das Wort. Ja gut, okay. Wir könnten sie natürlich adaptieren, wenn wir noch ein Zimmer frei hätten. Oder wenn wir überhaupt mal ein Häuschen hier hätten. Das so viel steht auch mal fest. Ja, was habt ihr denn zu verkaufen? Wir schauen einfach nochmal rein. Schöne Blumen. Ich habe sie alle selbst gepflückt. Ja, und natürlich hat sie nichts mehr. Hey. Okay. Danke. Danke, dass ihr mit mir geredet habt. Ja, gerne doch, Sophie. Also wir wissen, hier gibt es noch ein Mädel, was wir adaptieren könnten. Was gibt's denn? Ja, für dich nichts. So, zack. Hier geht's wahrscheinlich nach Himmelsrand raus. Ja, natürlich. Schauen wir doch mal ganz kurz auf die Karte, wo wir denn letzten Endes sind. Da unten das Haupteingang. Da sind wir reingekommen. Hier könnten wir rausgehen. Ich weiß nicht, ob wir das schon entdeckt hätten. Wir schauen einfach mal hier weiter, ob es da noch irgendwas gibt. Ihr seid ein Kriegsheld, Ulfric. Auf euch wird Ulfric hören. Was? So einfach ist das nicht. Ulfric will an Himmelsrand für die Nord.
Jenen, die er Fremdlinge nennt, vertraut er nicht. Ihr habt ja gesehen, wie wir leben. Beengte Gassen, heruntergekommene Gebäude, kaum Wachpatrouillen. Schon der Name Grauer Bezirk ist eine Beleidigung. Ich rede bald mit Ulfric, kann aber nicht versprechen, dass es mir gelingen wird, ihn umzustimmen. Um mehr bitte ich gar nicht. Mit eurer Hilfe haben wir eine Chance, unser Leben hier zu verbessern. Dafür danke ich euch. Okay, Moment, halt. Ich dachte, im grauen Bezirk wäre es sicher für mein Kind. Ich habe mich geirrt. Ja, okay, was ist der graue Bezirk? Windhelm ist in 4 Viertel unterteilt. Im grauen Bezirk leben die Dunkelelfen der Stadt. Wenn er euch wie ein verarmtes Ghetto vorkommt, dann darum, weil er das auch ist. Ulfric zieht es vor, uns im Elend leben zu lassen. Er hat für alles, was kein Nord ist, nichts als Verachtung übrig. Er toleriert uns zwar, aber weiter geht seine Gastfreundschaft nicht. Okay, alles klar. Ich meine, das haben wir ja schon mal gehört. Ja, schon mal überlegt, nach Morrowind zu ziehen. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke, in das Land meiner Vorfahren zurückzukehren. Aber trotz der derben Behandlung durch Ulfric und seinesgleichen halten mich hier Freundschaftsbande. Es macht vermutlich mehr Ärger, alles zusammenzupacken und fortzugehen, als zu bleiben. Außerdem kann Ambaris den Club nicht allein leiten. Okay, alles klar. Klingt natürlich logisch, aber... ja, ich weiß es nicht. Vielleicht sollten die Dunkelelfen doch mal versuchen, hier ein bisschen was daran zu ändern. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich nur an Ulfric Stormmantel, also an diesem Jahr hier liegt. Keine Ahnung. Vielleicht werden wir dazu noch ein bisschen was erfahren. Es wird sich rausstellen im Laufe der Geschichte, denke ich mal. Ja, Malthyr Eleniel, danke für dieses Gespräch. Es war mir ein Vergnügen. Ja. So, und ja, der andere nette Herr, mit dem wollte ich eigentlich auch noch geredet haben, aber der ist auch einfach abgehauen. Was haben wir hier? Das dürfte der Gemischtwarenladen sein. Satris Used Wares, ja. Satris, ja, gebrauchte Waren. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Na klar. Schön, dass du direkt vor mir auftauchst. Ja, zeig mal deine Waren her. Meine Waren sind alle rechtmäßig, was ich von manch anderen nicht sagen kann. Oh, okay, alles klar. Ja, woher stammen eure Waren? Ich habe diese Sammlung mit allen Mitteln zusammengekratzt. Ich mache Geschäfte mit den Handelskarawanen und einige Gegenstände habe ich von Abenteurern wie euch erhalten. Einige unerschrockene Seelen haben mir sogar Objekte aus Morvunskar, die Festung südwestlich der Stadt, gebracht. Ich will ja nichts sagen, in Morvunskar waren wir aber auch schon. Ja gut, das ist schon mal gut zu wissen, also sprich ein normaler Händler, der durch Tauschen und Verkaufen, Ankaufen und Kaufen hier sein Warensortiment auch mehr oder weniger mitunter aufstockt. Ja, hier wurde nichts gestohlen. Gar nichts? Natürlich ist hier nichts gestohlen. Nur ein nachlässiger, schändlicher, hirnverbrannter Idiot würde so dumm sein, Diebesgut zu kaufen. Bei Azura. Ich habe den schrecklichen Fehler begangen, einen Goldring zu kaufen. Und Viola Giordano vermisst einen Ring, der genauso aussieht. Ich könnte den Ring für euch zurückbringen. So einfach ist das nicht. Sie würde zum Jarl gehen, wenn sie wüsste, dass ich nur entfernt etwas damit zu tun hätte. Ihr müsst ihn ihr irgendwie anders zukommen lassen. Das ist gefährlich, aber wenn ihr den Ring heimlich in ihr Haus bringt und vielleicht in eine Kommode legt, werde ich es euch vergüten. Interessant. Also, platziere Violas Goldring in Viola Giordanos Haus. Eine neue Aufgabe, die wir hier haben, finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, was hast du denn zu verkaufen, Revin Satri? Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Mal schauen, ob du Schätze dabei hast. Also, wenn du Fackeln hast, die sind für mich Schätze. Aber wahrscheinlich hast du die auch bloß nicht. Ja, die werden wir uns wahrscheinlich dann tatsächlich irgendwo zusammensuchen müssen. Ah ja, dann ist es halt so. So, Dietrich haben wir immer noch. Becher, den kaufen wir natürlich nicht. Amethyst. Also wir könnten uns Silbererz und Co. könnten wir kaufen. Winziger Seelenstein, ja, das könnten wir auch kaufen. Der ist schon gefüllt mit einem armseligen Seelenstein zwar, aber könnte man was anstellen damit. Sollen wir schauen, dass wir hier vielleicht was verkaufen könnten? Ja, wohl nicht, ne? Der silberne Granatring, ja komm, den verkaufen wir mal. Silberhalskette verkaufen wir. Eisendolch. Können wir verkaufen. Den Rest mag ich allerdings eigentlich behalten, ne? 290 von 355. Leute, das ist nicht viel. Wo kommt das ganze Gewicht her? Wahrscheinlich davon.
Okay, alles klar, das kommt natürlich davon. Anders kann es ja gar nicht sein. Vielleicht sollten wir mal anfangen auszusortieren, welche Tränke und Schriftrollen, ja, Zutaten und so weiter ich eigentlich nutze. Denn das Ganze wäre ein bisschen blöd, wenn ich hier immer das ganze Zeug hier einfach drin habe und letzten Endes, ja, sich deswegen alles hier einfach weiter reinstockt. So, Altowein, das war ein Questgegenstand. Ja, kann man natürlich, ich will es einfach mal probieren, dass es tatsächlich auch wieder funktioniert. Ja, kann man verkaufen. Alles klar, das ist schon mal sehr, sehr gut. Allerdings, ich bin mal ehrlich, der Wein, schön und gut, ne? Aber letzten Endes, wenn wir deswegen die Ausdauer ja langsamer regenerieren, dann ist es auch keine gute Lösung in meinen Augen, ne? Dann lieber wirklich auf Zaubertränke gesetzt. Auf Zaubertränke gesetzt, so, sorry Leute. Meine Sprache wieder. Ja, lieber auf Zaubertränke gesetzt, als dass man irgendwo, mal zweimal lassen wir drin. Als dass wir dann irgendwo letzten Endes dann feststecken, beziehungsweise genau, weil wir halt keine Ausdauer mehr haben, dann, ja, sterben. Ihr habt es ja schon ein paar Mal gesehen bei mir. Ich kann das sehr, sehr gut sterben. Das ist meine Spezialität. Ja, das ist ja nichts Neues. Gut. Sollen wir denn hier noch was verkaufen? Eher nicht, ne? Zutaten. Ja, Bücher ist klar. Ein Gruß, liebste Mutter. Das werden wir dann auch einsortieren irgendwann. Gewicht 1. Es tut jetzt nichts großartig zur Sache. Und auch hier haben wir jetzt nicht großartig viel, was jetzt ins Gewicht schlägt. Deswegen. Die dürften tatsächlich hier. Moment, Gewicht. Hier, ne? Die werden das sein. 0,5. Einzeln natürlich nicht so viel, aber insgesamt. Tatsächlich stellt sich hier die Frage, was wollen wir hier behalten überhaupt? Ich meine, gegen Gift im Moment braucht man es nicht wirklich, ne? Ausdauer ist klar. Braucht man tagsüber. Heilung genau das gleiche. Braucht man generell sowieso in Kämpfen mitunter, genau wie die Ausdauer. Das Gift, das können wir mitunter öfters verwenden. Wundertrunk. Der zusätzlich mal. Ja, okay, Marke-Karte brauchen wir auch zum Regenerieren zum Teil. Resistenzen, die könnte ich öfters benutzen. Also ist eigentlich nichts, was ich großartig. Ja, Wiederherstellungsdauer sind wir 60 Sekunden und 20% stärker. Das sind so Dinge, die benutze ich eigentlich eher selten, aber. Kommt, Leute, was soll es denn? Lasst euch nicht von Viola in ihrem Haus erwischen. Nein. Mache ich nicht. Wir schauen mal ganz kurz hier rein, ob der nette Herr noch irgendwelche Bücher hat. Ja, Bilanzenfeld. Nein, das machen wir nicht, Leute. Um Himmels Willen, wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt hin? Der Bettlerprinz. Igor. Seht euch um. Ich kaufe und verkaufe nahezu alles. Hast du denn irgendein Bücher Bringt noch? Bringt Viola heimlich diesen Ring zurück. Oh, ja. Etwas hiervon, etwas davon. Vielleicht schauen wir nämlich einfach nochmal bei den Büchern rein. Ja, schaut mal, der Rest ist schon als gesehen markiert. Tja, Monomythos, ich glaube mal, das werden wir jetzt kaufen und. Schaut mal wieder vorbei. Mach ich. Und dann werden wir da nämlich nochmal ganz kurz reinschauen. Wo sind sie denn jetzt, die Bücher? Zack, der Monomythos. Ja, schauen wir einfach mal rein. Ihr könnt wieder lesen. Einfach auf Pause drücken. Okay, damit haben wir das Buch auch durch. So, ja, gehen wir wieder da raus. Zack, das haben wir ja gesehen. Ja, wie gesagt, ich finde es immer noch schade, dass es hier keine Fackeln zu kaufen gibt. Wir gehen mal nach Windheim zurück. Aber Leute, ich stelle gerade fest, mein Vampirblut mal wieder. Ich stelle gerade fest, dass es dann doch vielleicht mal an der Zeit wäre, dann tatsächlich mal hier einen Cut zu setzen. Denn wir sind ziemlich weit am Ende dieses Bads schon angelangt. Leider, leider, denn eigentlich wollte ich ja mit euch zusammen. Was war das denn jetzt? Hallo? Ist hier gerade irgendjemand? Geht's denn hier rein?
Ach, das ist dieser Club, der Knissis-Club da. Schauen wir vielleicht dann doch nochmal ganz kurz rein, Leute. Ich dachte, im grauen Bezirk wäre es sicher für mein Kind. Ich habe mich geirrt. Für mein Kind? Für meine Art? Was willst du denn nun sagen? Ja, okay, alles klar. Wer bist du? Maltyr. Achso, Elenil, mit dem haben wir schon gesprochen. Ist natürlich nett, dass der so weit wegsteht. Es wurden wohl ein paar Nordfrauen ermordet. Warum sollte mich das interessieren? Keine Ahnung. Vielleicht, weil auch Mitbewohner dieser Stadt sind. Ja, alles klar. Jetzt geht er da wieder da vorne hin. Der graue Bezirk ist nicht mehr sehr ansehnlich. Seit Ulfric das Sagen hat, ist es hier viel schlimmer geworden. Ja, wie werden die Dunkelelfen in Windhelm behandelt? Ihr seht ja, wo wir leben müssen. In dieser hintersten Gasse. Der ganze Dreck fließt von den reichen Wohnvierteln nach unten. Viel Glück dabei, eine der Wachen dazu zu bringen, euch zu helfen. Ich habe versucht, Ulfric dazu zu bringen, sich dieses Elend einmal selbst anzusehen. Aber der hohe Herr von eigenen Gnaden hatte keine Zeit. Das ist natürlich die Frage, warum man keine Zeit hatte, aber gut. Ja, in Windhelm gab es Morde? Das interessiert mich alles nicht. Wenn nicht ein Dun mehr ermordet wird, soll Windhelm seine Probleme selbst lösen. Ja, das führt mich natürlich auch dazu, gleich mal kurz ein bisschen was auszuführen, denn letzten Endes, ich meine, hier haben wir zwei verschiedene Rassen, mehr oder weniger, die sich überhaupt nicht grün sind, ja, Vorurteile ohne Ende. Letzten Endes wäre es dann nicht einfach hilfreicher, wenn dann, ja, Persönlichkeiten von der einen Rasse einfach mal dahergehen bei solchen Problemen und der anderen helfen, ja. Wobei Rasse ist jetzt hier auch ein bisschen, ja, klingt irgendwo rassistisch. Letzten Endes wird es tatsächlich einfacher sein, denke ich mal, wenn die sich gegenseitig helfen würden. Dann würde sich vielleicht was ändern? Fragezeichen. Ja, das ist, ich meine, das ist so ein bisschen kurzsichtiges Denken. Aber gut, weiter im Dialog einfach erstmal. Weshalb sind hier so viele Dunkelelfen? Wo sollten wir denn sonst sein? Als der Rote Berg brannte, konnte man in Morrowind kaum atmen. Also zogen wir nach Westen. Windhelm war die erste Stadt an diesem Weg. Und daher sind wir hier. Hätten wir gewusst, dass die Nord Fremdlinge nicht willkommen heißen, wären wir weitergezogen. Naja, gut, okay, das ist natürlich... ist immer so eine Sache. Ich meine, letzten Endes, was hält die Leute davon ab, jetzt gemeinsam einfach weiterzuziehen? Klar, jetzt haben sie hier eine Heimat gefunden. Na gut, darüber kann man jetzt wirklich spekulieren, warum die Leute hier geblieben sind, beziehungsweise die Dunkelelfen, warum sie hier geblieben sind. Ja, wo erfahre ich mehr über Magie? Die Akademie von Winterfeste ist der einzige Ort in Himmelsrand, an dem man aufgeschlossen genug ist, Magie zu unterrichten. Ulfrics Hofzauberer nimmt allerdings von Zeit zu Zeit auch Lehrlinge an. Okay, das heißt, wir könnten durchaus auch hier beim Hofzauberer letzten Endes als Lehrling durchgehen. Ja, gut. Mehr müssen wir eigentlich nicht wissen. Wenn ihr noch ein Getränk... Nee, halt, warte mal, genau. Werft einen Blick darauf. Genau. Ja, ich wollte den guten Herrn jetzt nicht dauernd unterbrechen, aber ich wollte gerade mal schauen, hat er denn irgendwo, ja, eine Fackel? Hat er nicht? Schade. Setzt euch. Es dürfte hier genug Platz geben. Jo, danke. So, und an dieser Stelle setzen wir jetzt doch tatsächlich einfach mal einen Cut. Leute, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wenn dem so ist, ihr wisst Bescheid. Ein Däumchen nach oben. Und ansonsten, ja, was die Fackeln selber angeht, werden wir wohl beim nächsten Mal tatsächlich einfach mal weiterlaufen und die Fackeln unterwegs suchen müssen. Keine Ahnung, vielleicht treffen wir doch irgendwo zufällig auf eine Möglichkeit, Fackeln zu sammeln. Und ansonsten, ja, Leute, ihr wisst Bescheid, ja, was wir das nächste Mal machen werden. Ja, wenn ihr wollt, dann schaltet einfach wieder ein, wenn es weitergeht mit The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dahin, Leute. Ciao.